So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder, sogar mit Ingame-Sound, in Farbe und in HD. Heieiei, ist das wieder schön, die Technik von heute, das ist einfach ein wahrer Augenschmaus. Envias gegen G2, die erste Map ging an Envias mit einem 16:14, aber Jungs, ich sag's euch, das war ein Spiel von allerhöchster Güte. Die haben sich da nichts geschenkt, die beiden Mannschaften, und ich hoffe, dass es endlich knapp auch wieder auf Youth zugeht. Shox auf jeden Fall wieder mit einem sehr schönen Willkommensbrett. Eieiei, Junge, da hat er schon den zweiten weggeholzt. Dann kommt aber direkt wieder Devil um die Ecke. Auch der haut hier zwei wunderschöne Headshots raus. Allerdings ist auch Scream wieder da. Und auch er bekommt von Happy so ein Ding ins Gesicht gedrückt. Jetzt müssen APK und Body das Ganze aus dem Zweig. Oh mein Gott, ist die Bombe da wirklich wirklich? Seriously? Seriously? No. Body spielt es wunderschön aus. Hat sich sehr schön nochmal den Off-Engel gesucht und somit ja, erzwungen, dass der Gegner auf ihn zugeht. Devil allerdings. Findet schnell genug den Headshot, dass er die Bombe hier wahrscheinlich fürs erste Mal legen kann. Ich glaube, jetzt seinen Gegner auch gerade eben schon hier ansteppen hören. Aber da gibt es ja noch den einen Vent auf der linken Seite. Das bedeutet also, er kann es da sehr, sehr gut einschätzen, wenn der Gegner von da oben rauskommen sollte, von wo er kommt. Ah, PK, 70 hat er noch übrig. Oh, Devil mit nur noch 14. Jetzt muss der One-Shot her. Jetzt muss der One-Shot aber sowas von her und er schafft es nicht, ihn zu setzen. APK nimmt ihn raus mit dem P250 Bodyshot und damit auch das 1:0 für G2. Oh, und es geht schon wieder so los, wie es hier auf Train gerade eben aufgehört hat. Junge, Junge, Junge. Au, ich hau mich hier überall an. Wir haben es jetzt nicht mit dem Forceball, dadurch, dass sie die Bombe geplantet hatten in der ersten Runde. Brauchen auch sie hier nur eine Eco. Können sie jetzt vielleicht sogar instant nochmal legen am B-Spot? Ich weiß nicht, ob Kenny jetzt den Sprung da, ich glaube, nur versehentlich verkackt hat. Ah, der will sicher. Oh, Moment mal. Der will sicher sich da sogar noch einen zweiten Frag, den dritten Frag. Wollt ihr mich jetzt. Nein! Nein! Body und Smiths 2 gegen 4, da sitzt der erste. Body kriegt hier auf jeden Fall einen Kill. Die Bombe tickt natürlich absolut gegen das Team von G2 hier. Devil kommt um die Ecke mit dem 4. Kill. Und jetzt fehlt nur noch einer. Und es ist das Ace. Es ist Tatsache das Ace hier von Devil. In der fucking Eco. Mit einer P250. Digga, was? 1:1. Um Gottes Willen. Und G2 muss jetzt in die Eco rein. Sie machen den Forcebite raus. Oder zumindest teilweise jetzt irgendwie. Ich weiß nicht genau, was man da. Jetzt geht man nochmal zurück und kauft nach. Okay, damit sind wir auf jeden Fall schon mal die. Damit haben sie auf jeden Fall schon mal die Timings erledigt, das wollte ich sagen. Jetzt hat man natürlich hier erstmal eine etwas langsamere Runde bei Team Envias, schiebt eine ruhigere Kugel. Weiß, der Gegner hat den Force bei, schlägt durch die Eco eins von beiden. Boah, okay. Naja gut, Shox hat den Frag auf jeden Fall. Kenny S, MPK und Devil da war jeweils mit einem, sodass man hier so ein 2 gegen 5 hat. Kenny S legt nochmal den zweiten hinterher. Und schon ist es nur noch APK, der hier übrig ist. Also Runde sieht soweit ganz gut aus, wenn APK jetzt hier nicht noch komplett ausrastet. Womit er zumindest anfängt, das aber nicht vollenden kann. Dann sollte die Runde eigentlich durch sein. Und man hat 3 Spieler verloren, ist jetzt auch nicht so optimal, um ehrlich zu sein. Devil macht jetzt den Apex. Schauen wir mal. Es fängt auf jeden Fall schon mal so an, das ist richtig. 9:1 hat er momentan. Apex ist mit 0 Kills, um Gottes Willen. Screenshot und Upper-Threaded damit. Muss Apex jetzt wechseln? Ich denke ja. Ja, der saß. Der saß auf jeden Fall.
daher bin ich leider ein bisschen versprayt. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, das Spray der UMP ist manchmal ein bisschen eigenartig. Also da kann ich, ich mich zumindest mit Happy identifizieren in dieser Situation. Der in letzter Zeit auch wieder deutlich aktiver geworden ist, was seine Streams und so weiter angeht. Ich denke auch, dass ihm das ziemlich in seinem Spiel weiterhilft. Denn je mehr er natürlich streamt, desto mehr zwingt er sich ja dann, also zwingen in Anführungszeichen, zwingt er sich damit ja auch wieder zu spielen. Hat in letzter Zeit ein bisschen mit der FPL angefangen auch wieder. Ich denke, das sind alles Faktoren, die ihm da wirklich sehr, sehr gut tun. Das steigert natürlich das eigene Spiel, das ist ja ganz klar. Je mehr man spielt, desto besser. Und gerade die FPL ist, glaube ich, auch für die Profis ein sehr, sehr gutes Instrument, um einfach halt auch zu üben. Abseits von den Prax natürlich, abseits von den Teamübungen sozusagen, einfach auch ein bisschen alleine voranzukommen. Hilft, glaube ich, mehr, als der ein oder andere wirklich denkt. Und vielleicht auch als Happy es dachte eine Zeit lang. Aber man merkt schon bei ihm, dass er in letzter Zeit deutlich besser zurechtkommt, seit er eben wieder diese Aktivität im Stream gestartet hat, seit er eben auch an der FPL aktiv teilnimmt. Das läuft bei ihm. So, MBK packt die AWP ein, drei Leute überleben diese Runde, ist okay. Nimmt man so auf jeden Fall gerne mit. Und das 3:1, das ist ihnen natürlich noch viel lieber, denn wir haben festgestellt in letzter Zeit, dass Nuke immer noch eine Map ist, die von der CT-Seite dominiert wird. Und dementsprechend so früh jetzt schon mal drei Runden zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut für Team Envias. Wie gut, dass Wuchs nicht mehr da ist auf den ersten 9. Da hast du dich jetzt leider ein bisschen zu früh gefreut. Ich bin natürlich noch da, nur nicht mehr aus Berlin. Also du wirst mein Gesicht leider weiter noch ertragen müssen. Die FPL ist die Faceit Pro League. Also das werden dann, beziehungsweise da werden halt die meisten oder viele der Profispieler, beziehungsweise auch mehr oder weniger Hobbyspieler, die sich da halt reingespielt haben, gegeneinander gematcht, sodass da ein relativ hohes Niveau halt einfach herrscht. Und ja, das spielen halt die meisten Profis dann eben in ihrer Freizeit so, anstatt halt irgendwie Matchmaking oder so zu daddeln, wird halt da einfach FPL gezockt. Also quasi Puggen für Pros. So, jetzt haben wir den Argo. Devil hat den ersten schon rausnehmen können. Jawohl, Kenny S gegen Shox. Dann setzt er allerdings den Schuss hier gegen Smith daneben. Schön von Kenny. Sauber aufgepasst an das Mo Kenny, jawohl. Den ersten daneben gesetzt, jetzt aber umso sicherer. Und dann ist es nur noch Apex und auch der wird hier von Body. Beziehungsweise andersrum. Dann ist es nur noch Body und auch der wird hier von Apex zerlegt. 4:1. Nächste Eco für G2 und das schmeckt Envias natürlich richtig gut. Wo ziehst du hin? Ich gehe jetzt dann nach Erlangen studieren. Deswegen fürs Erste hier nicht mehr in Berlin. Wie es dann nach dem Studium aussieht, was ich dann genau mache, das steht momentan noch in den Sternen. Aber das ist natürlich auch eine Frage, wie es dann mit CSGO an sich aussieht oder mit Counter-Strike. Das hängt natürlich auch alles ein bisschen davon ab. Aber das werden wir dann sehen. Aber bis dahin ist es dann trotzdem noch, auch wenn man natürlich sagt, 3 Jahre ist jetzt nicht so viel oder 4 Jahre, je nachdem, ob ich einen Master mache oder nicht. Ein kleines bisschen Zeit ist es dann trotzdem. Ja, sauber, da wird die Eco hier zerlegt. Envias ganz, ganz sicher. Wir sehen es hier, gutes Crossfire ausgespielt. In die Main, beziehungsweise aus der Tür raus, gleichzeitig noch die Pommes gepusht. Also das einfach jetzt nur halt alles getroffen, was man da treffen müssen. Scream ist der letzte verbleibende Spieler in der Hell da unten und Happy moved ihn da einfach aus, mehr oder weniger, wenn man es so nennen kann. 5:1. Was ich studiere ist Informations- und Kommunikationstechnik. Ich habe mich auch für Psychologie beworben, bin dort allerdings nicht genommen worden an der Universität und dementsprechend ist jetzt die Wahl darauf gefallen. Das heißt also, ich werde nochmal euer Internet installieren. Nein, werde ich nicht, aber damit habe ich auf jeden Fall zu tun. Dönerwissenschaften wären sehr schön. Gibt es eigentlich auch einen Studiengang Döner? Ich denke ja, irgendwo sicherlich. Was mir jetzt gerade übrigens sehr, sehr gut gefällt, ist Envias. Also die spielt endlich mal wieder richtig gut. Das kann man sich echt gut anschauen. Und das war, also muss man jetzt ganz ehrlich dazu sagen, das war in den letzten 3-4 Monaten echt nicht mehr der Fall. Aber das, was sie jetzt hier dann abliefern, bisher kann man noch nichts sagen.
Auch Trajan war ein sehr, sehr gutes Spiel, auch wenn es knapp war. Klar, es waren viele dabei, aber deutlich besser, als das man die letzten Monate gesehen hat. Oh, dieser Argo wird hier jetzt schon mal sauber aufgehalten. Kenny erstmal nur 22 AP, da würde er nicht mehr wegkommen. Ja, da bist du einfach gefangen in dieser Main, beziehungsweise in dieser Pommes, nicht Main. Happy im 1 gegen 4. Ich denke mal, das wird auch er nicht machen können. Vielleicht noch ein bisschen Damage, ein, zwei Leute mitnehmen würde reichen. Auch das gelingt ihm hier aber nicht. Und dementsprechend 5 zu 2. Also, sauber aufgehalten das Ganze von G2, aber das kann man auf Nuke eigentlich auch erwarten. Jetzt schauen wir mal, was Envias hier noch so ein kleines bisschen in der Hinterhand hat, was noch so ihre Pläne sind. Ja, stimmt, eigentlich seit Kluschner Poker, ja, waren sie eigentlich, also haben sie underperformed. Schneller Argo jetzt nochmal ist die nächste Idee. Ich glaube, die Bombe ist schon wieder in den Wend runtergepurzelt. Das gibt's doch gar nicht. Schon das zweite Mal jetzt in diesem Spiel. Oh, sauber von MBK. Aber sofort der Reflex. Smith war am Start. Kenny S zieht ihn allerdings auch wieder ab. Und Smith war leider mit seinem Crosshair nicht mal an der Kante. Denn wäre er an der Kante gewesen, hätte er Kenny S vielleicht sogar erwischen können. Aber dadurch, dass er leider in die Mitte dieses Ausgangs reingezielt hat, hätte er sein Crosshair erst noch bewegen müssen. Und dieser Zeitraum, der war dann schon zu weit, zu groß. Ja, Devil hat deswegen nur Tank 9 gespielt, weil er sofort auf A drauf gerusht ist. Und da mit einer AK reinzugehen, da wäre kein Mehrwert einfach gewesen. So, das ist völlig okay, dass er nur die Tank 9 spielt. Und ja, ich werde während des Studiums wahrscheinlich auch, also nicht nur wahrscheinlich, sondern ich werde auch weitercasten währenddessen. Boah, schöner Kopffall, gute Nate. Danny, naja gut, damit der AWP reinzugehen war es vielleicht nicht so intelligent. Aber Apex ist jetzt zum Glück da. Bringt die Bombe jetzt auf den Spot. Happy kann ihn von da oben wunderbar decken und jetzt werden sie das Köpfchen von Body gleich sehen. Jawohl, Apex spread ihn auch noch ab, wie auch immer jetzt das ein Headshot war, aber völlig egal, es ist auf jeden Fall die 6. Runde für Envias. Wieder eine Gegenrunde. Und G2 zumindest mit einer Eco. Ja, mit einer sollten sie ziemlich gut durch. Oh, sie Forceman sogar, okay. Das ist jetzt schon. Weiß nicht, ob man da wirklich hätte Forceman sollen, weil hätten sie jetzt einmal gespart, hätten sie eine super gute Waffenrunde spielen können. Und ob sie jetzt dann, ob sie vielleicht eventuell die Chance auf das 9-6 haben oder vielleicht lieber dann auf das 8-7 bauen. Ich glaube jetzt nicht, dass da so der große Unterschied wäre. Sauber von Kenny, jetzt zielt er diese Position hinten ab und nimmt Smiths raus. Kenny jetzt Nummer 2, Epi passt auf gegen APK. Da wird einfach nur sauber abgedeckt, jetzt pusht die Lampe auch noch rein. Ich glaube, dass hat Epi schon mitbekommen gerade eben. Und Body zusammen. Haben sie schön gespielt. Scream baited, Body schießt. Und. Also, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob der Force bei so eine gute Idee war. Ja, klar, das sage ich jetzt natürlich, weil sie die Runde nicht geholt hätten. Aber ich hätte es auch gesagt, wenn sie die Runde geholt hätten, weil. Ich weiß nicht. Lieber eine Runde sparen und dann wirklich ordentlich mit Vollgranaten, mit Defuse-Kits, mit allem drum und dran kaufen, als da dann so eine Quatschrunde zu machen. Smith hat ja sogar nur eine Scout, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Da sind erstmal 3 Tage Eistonne fällig und dann kann man weiterschauen. Ja, damit steht die Eco jetzt an für G2. Jawohl, Kenny S. Der ist auch wieder richtig schön am Point. Das hat man auch schon. Ja, was heißt schon lange nicht mehr gesehen, aber zumindest also in der Art und Weise echt wieder ein sehr, sehr gutes Niveau, was er gerade an den Tag legt. Der Punkt ist aber ihm meistens immer so, dass er gerade diese Standard-Shots einfach gerne mal daneben haut. Aber wir sehen es, er haut hier wirklich allen auf dem anderen raus. Ist sehr, sehr zielsicher gerade eben. Gut, da war einfach kein Gegner. Dementsprechend hat er auch keinen treffen können. Gut, auch mit der Tech 9. Sofort den Headshot und Body halt hinterher. Da hatte Body gar keine Chance.
der gute alte Bodyhits und Apex muss immer kurz absetzen. Überlebt mit einem AP. Gut, kleines bisschen glücklich, aber überlebt ist überlebt. Acht zu zwei. Ja, G2 hat jetzt auf volle Kanne im Money-Strudel, sollten sie diese Runde also abgeben. Und der Punkt, warum ich jetzt auch nicht ganz verstehe, warum sie gerade eben, also sollten sie diese Runde abgeben, müssten sie wieder in die Eco. Und jetzt, der Punkt, warum ich nicht verstehe, warum sie gerade einen Geforceball haben, ist, dass sie jetzt auch wieder eine schlechte kulte Waffenrunde haben. Und das haben sie halt dadurch erzeugt, dass sie vorher den Forceball gemacht haben. So, dadurch hatten sie jetzt zwei schlechte kulte Waffenrunden und eine Eco. Hätten sie vorhin gespart, hätten sie eine Eco gehabt, dann eine gute kulte Waffenrunde, dann nochmal eine Eco und dann wieder eine gute kulte Waffenrunde. Und jetzt haben sie diese gut equipte Waffenrunde quasi erst eine Runde später. Ja, weil sie dann nachher nochmal sparen müssten, wenn sie die jetzt verlieren. Und dann wären sie erst wieder ordentlich ausgerüstet. Also, geldtechnisch gesehen war es wirklich, glaube ich, keine so gute Entscheidung. Aber es heißt jetzt auch nicht, dass es die unbedingt einzig richtige Entscheidung gewesen wäre, zu sparen. Ja, es gibt nicht immer nur einen richtigen Weg. Auch wenn der eine vielleicht theoretisch gesehen besser ist, in der Praxis kann manchmal auch wenig Equipment reichen, um eine Runde für sich zu entscheiden. Zum Beispiel gutes Crossfire, so wie hier an der Rampe, da hat man zumindest schon mal das 2 gegen 2 rausholen können. Happy allerdings, APK hier gut gebacksteppt, er ist immer weit weg von seinem Team. Aber trotzdem wieder ein bisschen unvorhersehbar geworden in den letzten paar Matches. Das kann ich jetzt wiederum nicht so ganz verstehen, warum MBK dieses Duell sucht, ohne dass Happy dabei ist, denn er war eigentlich gerade schon auf dem Weg zu ihm. Mit dem Molotov verteilt Happy seine Position, aber kann dadurch erstmal auch eine Position hier auf jeden Fall ausschließen. Zielt hier alles nacheinander ab, schließt eine Position nach der anderen aus. Auch hier rechts um die Ecke könnte der Gegner stehen. Sehr, sehr sicher, da wird wirklich alles abgezielt, dass hier auch ja nichts schief geht. So, und jetzt überlegt er sich aber... Oh, das hat er, glaube ich, gehört. Nein, oder nicht, aber das sollte er eigentlich gehört haben. Schade. Das ist an Happy vorbeigegangen, Smith dementsprechend locker mit der Runde. Oh, der hat aber nicht mehr viel gefehlt, dass es in Range von Happy quasi gekommen wäre, in die höhere Range. Nummer 1, APK Nummer 2, APK Nummer 3. Und dann Happy bzw. Apex auch nur noch zu zweit. So schnell kann es gehen. Es war wieder der Versuch eines etwas simpleren Ghosts, sagen wir mal so. Aber es hängt sehr viel von diesem Duell jetzt ab. Happy gewinnt es. Wenn auch nur. Ja, wohl 80 AP noch übrig. Habe ich jetzt ein bisschen härter eingeschätzt, ehrlich gesagt. Apex Nummer 1 holt er sich. Happy holt die Main und damit ist es nur noch Shox. Das wäre wieder mal ein 2 gegen 4. Der versucht jetzt hier einfach erstmal die Main abzusmoken und dann an die Bombe dann zu gehen. Mit der Flash in seinen eigenen Rücken rein, will da zur Bombe hin, hatte nicht auf dem Schirm, dass Shox hier kein Diffuse gerade und dementsprechend ja doch sehr lange braucht, um zu diffusen. Denn hätte Shox sich da einfach an die Bombe rangesetzt mit Kit, davon ist Happy jetzt ausgegangen, dann wäre die Runde halt schon längst durch gewesen. Deswegen ist er da so rausgepusht. Hätte vielleicht in der Sekunde ein bisschen spekulieren müssen, aber das ist halt schwer einzuschätzen, weil wie gesagt, er kann halt nicht davon ausgehen, dass er gegen kein Diffuse gerade. Außer er legt halt die Eier richtig auf den Tisch, aber das ist... Natürlich, oder birgt ein relativ hohes Risiko, dass er sich damit dann sozusagen selbst outplayt. Jawohl, Apex gegen Scream. Außen also den Anti-Frag ziehen können. Wenn man jetzt natürlich die Gegenrunde abgibt, dann hätte man wieder nur mit einem Spieler gerade überlebt und ich fürchte fast erneut eine Doppel-Eco. Ja, das sieht stark danach aus. Zack, Kenny S. Shox sich eben mal im Vorbeilaufen einverleibt. Schönung von APK ja nochmal kurz durchgebuscht und Happy da völlig richtig an der Tür predicted, sodass man jetzt hier wirklich wieder ein 3 gegen 3 hat. Das ist gar nicht mal so eindeutig, wie es bis gerade eben noch aussah. APK ist dann im Schacht sehr, sehr vorsichtig. Er weiß natürlich auch nicht genau, sitzt da jemand im Schacht drin, der ihn dann vielleicht gleich rausnehmen könnte, wenn er runterdroppt. Nein, da ist niemand. Das heißt also, hier kommt er auf jeden Fall schon mal durch. Schöne Flash.
Hemi ist wieder on point. Der nächste Schuss, der direkt gesetzt wird. Devil sneakt es hier hinter dem Schacht hinterher. Setzt diesen einen Kill. Sieht Body Spray die da noch ab. 9 zu 4. Wunderbar. Die nächste Doppel-Eco, die eigentlich für G2 ansteht. Aber sie werden nur eine machen können. Außer sie forcen. Ja, das habe ich mir auch schon fast gedacht. Sie forcen jetzt. Zumindest Shocks. Der Rest ist aber noch nicht so amused. Jetzt zieht auch Scream nach. Na, was ist denn jetzt los? Smiths ebenfalls. Hätte auch Sinn gemacht, jetzt einmal zu sparen und dann in der letzten Runde nochmal ein bisschen mehr einfach zu haben. Aber es ist so oder so einfach eine richtig blöde Situation für sie. Apex. Oh, oh Gottes Willen. Aber der Kill war auf jeden Fall da. Ja, sauber NDK auch wieder hier. Sehr gut mit dem Aiming dabei. Devil sprayt Body sauber ab und dann ist es nur noch Scream. Und auch der geht down. 10 zu 4 und in der letzten Runde wird G2 auch nur wieder forcebinden können. Jawohl, Apex Nummer 1 legt sich auch direkt mit dem zweiten an. Jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, denn über den Cat-Gang außen kommt da auch schon jemand. Apex. Kann der Apex auch noch mitnehmen. Oh, schöner Shot von Smiths. Gegen 3, Bombe geplantet. Ist aber noch nicht safe. So ein 3 gegen 3 kann super schnell kippen. Jawohl, KS. Spread Nummer 1. Devil 2. Und MPK pickt dann auch noch Scream, nachdem der KS rausgenommen hat. Aber das ist jetzt hier egal. Das war sowieso die letzte Runde der ersten Hälfte. Also. Wie viele gestorben sind, kann ihm im Endeffekt wurscht sein. Hauptsache, man hat die Runde geholt. 11 zu 4 ist ein super gutes Ergebnis für Nuke, für Envios. Und ich will es jetzt nicht unbedingt jinxen, aber es sieht harter noch aus, dass man hier eventuell mit einem Entschuldigung. Dass man eben eventuell wirklich mit diesem 0-0-6-Einstieg von G2 in die ESL Pro League rechnen muss. Das sieht überhaupt nicht gut aus momentan. Für die Franzosen von G2. Aber Maus, auf Cash steht es momentan 7-1 für Maus. Die sind momentan auf der CT-Seite und haben da diese 7 Minuten rausholen können. Die erste Map hatten sie auch verloren, aber. Cash ist ja. Mit einer ihrer Lieblingsmaps. So.
Dann schauen wir uns die ganze Geschichte doch gleich mal noch in der zweiten Halbzeit an. Wir haben natürlich auch hier wieder diese kleine Pause zwischendrin, denn die ESL macht ja mal kurz Werbung. Wir chillen einfach mal ein bisschen. Und machen dann gleich weiter in der Halbzeit Nummer 2. Ist Envy back? Also heute auf jeden Fall. Klar, Train muss man jetzt trotzdem dazu sagen, dass MPK und Tappy nicht so gut gespielt haben. Aber alles in allem sieht das heute schon relativ solide aus, was man da sieht. Besser zumindest als in den letzten paar Wochen und Monaten. Die erste Map war Train, die ging 16 zu 14 ebenfalls an Envias. So. Dann gehen wir so an, Halbzeit Nummer 2. Die Franzosen könnten hier, einer gewonnenen, also, Moment, welche Franzosen sollte ich natürlich auch noch spezifizieren in dem Fall. Envias könnte hier, wenn sie die First Round holen, wahrscheinlich dieses Spiel schon so gut wie safe in der Tasche haben. Scream übrigens mit der Deagle unterwegs. Shox hat sich Granaten gekauft, der Rest ganz normal Kevlar und die Glock dazu. Gehen da One-Taps? Ich denke nicht. Ist gut, dass er sich jetzt zurückzieht, da hat er das letztmögliche richtige Timing noch erwischt. Wäre eine Sekunde später weggegangen, wäre er jetzt schon tot. Wir versuchen Richtung Hölle durchzukommen, das hat MBK jetzt auf jeden Fall schon mitbekommen. Auch er muss sich da erstmal ein Stück weit zurückziehen. Oh, Apex, da hat es ja nicht damit gerechnet, dass hier schon jemand im Pommes steht. APK und Shox konnten zwei Frags setzen. Wie gesagt, kann ich jetzt zumindest mit einem gegenhalten. Optimal ist das auf jeden Fall nicht bisher. Jetzt kommt Devil hier mit. Boah, Devil kommt da hinterher. Schöner One-Tap. Devil nimmt noch einen zweiten mit Scream. Kann er zumindest mit diesem einen Kill gegenhalten, aber da kommt gerade jemand Happy hochgesneakt. Scream sieht im letzten Moment, aber es war trotzdem zu spät. Und Happy! Wunderschöner zweiter Tap. Und jetzt kann er hier schön durchdiffusen. 12 zu 4. Man kommt Tatsache noch an diese Runde dann. Aber da fallen auch wirklich schöne Shots, sowohl von Devil als auch von Happy. Wunderbare One-Taps. 12 zu 4. Gut, damit muss G2 in den Forceball. Ja, sie hätten eigentlich die Bombe geplantet gehabt, also hätte auch eine Eco gereicht, aber sie kaufen jetzt trotzdem sofort gegen. Auch hier bin ich jetzt wieder nicht so amused von dem, Kauf. Hier nochmal eben ab. Jetzt muss er noch langsam aufpassen. Da kommen die ersten Steps. Sie haben nicht mehr mit ihm gerechnet dort in dieser Ecke. Er kann gut Damage machen, auch wenn er nur einen rausgenommen hat. Wir sehen es hier gerade. Kenny mit dem zweiten jetzt das leichte Spiel gehabt, weil er eben schon so low geschossen war. Und dann wird sich gut unterstützt gegenseitig. NBK holt die Pommes. Kenny S holt den zweiten Edo-Spieler. Und schon hat man das 13 zu 4. Ja, G2 wird dann wohl jetzt in die Eco müssen. Eine sollte aber dann auf jeden Fall reichen. Scream gönnt sich hier nochmal eine Deagle. Vollgas. Ah, Scream schafft es leider nicht, der Apex rauszunehmen. Das war gar nicht mal so schlecht gedacht eigentlich, aber sie kommen nicht an diesen Frag ran. Und damit 14 zu 4. Ja, die alles entscheidende Waffenrunde jetzt schon mehr oder weniger. Smith hat, glaube ich, noch kurz auf eine AWP spekuliert. Hat sich aber dagegen entschieden, beziehungsweise kam dann wohl die Ansage auch von, Shox. Nein, diese Runde keine AWP. Boah, schön von Kenny. Kenny sucht da auch hier direkt den zweiten Kill noch hinterher. Schön hochgezogen gegen Scream, der trifft ihn auch nicht wirklich. APK steht da draußen jetzt schon wieder alleine da, nachdem seine Mates alle gefallen sind. Happy kommt über den Umlauf nach, sehr, sehr spät erst in dieser Runde. Und nein, das war's, 15 zu 4 und die 16. Runde, die ist nicht weit für Envias. Da tut sich nichts mehr. Da tut sich absolut nichts mehr. Vielleicht schlägt die Knochenregel nochmal zu, aber ich glaube, selbst die wird hier schwer umzusetzen sein.
Ja, NVS hat die Pause sehr gut getan. G2 im Gegenteil auf der anderen Seite oder im Gegensatz dazu tun sie nach der Pause, nach der Offseason super schwer wieder in ihre Form zurückzufinden. Jetzt gibt es ja einfach nochmal einen schnellen Rampe-Push. Happy hat zwei Leute mitgenommen, der Refrag, jawohl, sowohl an Happy als auch an Devil sitzt. Jox konnte währenddessen auch noch einen rausnehmen. Oh, und pusht da sehr schön durch die Smoke durch, wunderbarer Move von ihm, also doch mal wieder die gute alte Knochenregel, die hier noch zuschlägt. Jox lenkt hier oben noch ein bisschen ab, jetzt wird er trotzdem rausgenommen, oder ist Kenny S hier vielleicht noch nicht fertig? Man soll den Tag ja bekanntlich nicht vor dem Abend loben, nimmt diese 24 Damage in Kauf, dass er schnell runterpushen kann und eventuell seine Gegner hier in dieser Situation dann gleich nochmal überrascht. Verraten und Scream, jawohl. Der nimmt ihn sofort mit. 15 zu 5. Also die Gnadenrunde gibt's nochmal. Frage ist, ob's wie immer nur mal der Tropfen auf den heißen Stein war oder ob wir eins der seltenen Comebacks aus so einer Situation sehen. So dominant wie Envy bisher gespielt hat, wahrscheinlich eher letzteres, ersteres, so. Also G2 findet da jetzt in kürzester Zeit zu unglaublicher Stärke zurück. Kenny hat Bock, gegen die Tür zu facen. Sieht er die Schüsse schon durchfliegen. Ah, ich glaube nicht, dass er da schnell genug reagieren könnte. Selbst wenn es ein Kenny S ist, auch das sollte er eigentlich nicht schaffen. Oh, jetzt kommt die Rampe. Offensiv wollte ich gerade sagen, geht aber währenddessen eigentlich zurück. Devil legt sich an, wird dann rausgenommen. Happy steht immer noch hinten an der Kiste. Kann jetzt auch keinen wirklichen Bait-Vorwurf machen, hätte er nicht rumziehen können. Happy kann wenigstens noch einen rausnehmen. Und dann ist aber auch bei ihm der Refrag sozusagen fällig. Alle jetzt hinten aus dem Vent rausgegangen. Ich mit 7 AP, das ist zu wenig, um hier eine wirklich tragende Rolle in der Runde noch nehmen zu können. Und im Endeffekt konnte er dann auch überhaupt nichts mehr machen. Die K gegen Body face gleich wie sein Maker eben und dementsprechend wird auch er sofort weggeholzt. 15 zu 6. Noch eine Runde mehr für G2. Ich denke, Envy wird sogar eine Eco zwischenschieben müssen. Also sie kaufen erstmal trotzdem. Ja, ich meine, auf der anderen Seite hätte man sich auch sagen können, okay, mach halt eine Kevlar-Eco, ja, und kaufen halt dann nächste Runde wieder komplett ordentlich durch. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber gut, vielleicht sind sie sich auch einfach sicher, dass sie diese Runde holen können. Selbst wenn nicht. Noch ist genug Rotenpuffer vorhanden. Wir sind schon außen, kann da wieder relativ gut angegangen werden. MBK mit dem ersten Frag jetzt. Also man hat diesmal die Überzahlsituation. Kenny S verliert sein Duell gegen APK. Der ist aber super low, dass der Apex ihn da sofort abholen kann und auch rechtzeitig wieder wegkommt. Smith hat es dann nicht geschafft, ihn zu treffen. War aber auch sehr schwierig, weil einfach die komplette Smoke im Weg war. Also der hätte ihn wirklich komplett richtig vom Laufweg her einschätzen müssen. Und auch richtig predikten müssen, dass sie ihn da hätte treffen können. Heaven war auf jeden Fall offen, bloß das Problem ist, dass Scream bald der letzte verbleibende Spieler ist. Das müsste unten in der Main. Scream kommt jetzt hier langsam, was ich ja nach. Ich weiß nicht, aber sie rechnen damit. Ja, sie rechnen. Wir sehen Apex, wie er hochzielt. Und er holt Scream ab und das war's. 16 zu 6. NVS gewinnt auch die zweite Map, die in Nuke. Und zwar jetzt in deutlich, deutlich überzeugendere Manie sozusagen. Und ja, damit haben sie hier ein 2 zu 0 rausgeholt. Und G2 steht, Tatsache, 0-0-6 in der ESL Pro League. Sie haben bisher noch kein einziges Spiel gewonnen und